Rückrundenstart in der Regionalliga Nord und für den FC Eintracht Norderstedt hätte die Hinrunde kaum besser laufen können. Platz 4 steht nach 22 absolvierten Partien. Heute dürfte es schwieriger werden. Auf der einen Seite, weil das Team unter großen Verletzungssorgen leidet. 7 Spieler aktuell nicht fit. Mit Rico Borg steht nur ein etatmäßiger Außenverteidiger fit in der Startelf. Und der Gegner könnte auch schwieriger kaum sein. Es handelt sich um den Tabellenführer vom VfL Wolfsburg. 2 rein ins Spiel. Norderstedt mit der ersten Chance und von Beginn an war nichts vom Lass den großen VfL mal spielen zu sehen. Nils Brüning mit der ersten Chance. 3 Minuten später. Johann von Knebel. Dann ist es Amamu, der wird zunächst geklärt und kommt in den Rückraum zu Rico Borg, der sich den Schuss nimmt, abgefälscht. Trotzdem gefährlich. Norderstedt startet richtig gefährlich in dieses Spiel. Minute 10, die Ecke von Koch und Yannick Nuxoll mit dem 1:0 für die Eintracht. Norderstedt frech, mutig und effizient und Saisontor Nummer 5 für den Innenverteidiger. Danach die erste Chance Wolfsburg. Rietze nimmt ihn direkt und Lars Huxoll ist unten. Der FC Eintracht Norderstedt schaffte es immer wieder, die Wölfe hinten auch zu beschäftigen, immer wieder Nadelstiche zu setzen, wie hier. Brüning mit der nächsten guten Chance. Es war ein richtig gutes Spiel von der Eintracht, aber natürlich kam die beste Offensive der Liga auch zu Chancen. Charles Yesar, Hermann hier mit der richtig guten Möglichkeit, aber die Latte bot etwas Beistand für die Eintracht. Wir sind mittlerweile in der 40. Minute. Hamayak Bojacan mit dem Foul gegen Julian Justwan und der hat schon gelb. Und Alexander Roppelt entscheidet auf die gelb-rote Karte. Norderstedt zu 10. Erschwerend kommt hinzu, dass Rico Borg mit einer Gehirnerschütterung vom Platz musste. Der angeschlagene Dane Kummerfeld übernimmt auf der Außenverteidigerposition und Wolfsburg wurde besser. Julian Justwan, letzte Chance vor der Pause. Immerhin die Führung nach den ersten 45 Minuten. Durchgang 2. Norderstedt kommt fast wieder explosiv aus der Kabine. Jako auf Nils Brüning. Spitzer Winkel. Der macht den trotzdem rein. 2:0 für die Eintracht. Der Winkel unglaublich ungünstig. Aber was der Haaland kann, das kann auch der Brüning. 2:0. Und es ging weiter in die Richtung. Das ist Michael Kobertz. Auf Nathaniel Amamu. Amamu! Richtig gute Möglichkeit, aber am und an Kasten vorbei. Minute 75, auch Nyako musste raus, ist umgeknickt und so langsam ging die Kraft aus bei der Eintracht. Das ist Julian Justwan. Ball auf Mamu, Yannick Möker und 1:2 nur noch. 15 Minuten vor dem Ende, Anschluss für den VfL Wolfsburg. Yannick Möker ist der Torschütze. 7. Saisontor für Möker und 4 Norderstedter plus Huxoll bekommen den im und um 5 Meter Raum nicht verhindert. Und nur 2 Minuten später wieder Justwan auf Omar Mamouche. Mamouche und 2:2. Fußball, du kannst so hart sein. 8. Saisontor, Omar Mamouche. Und was für eins. Ausgleich Wolfsburg. Kurz danach die Ecke für den VfL. Der wird verlängert. Der Ball ist im Tor. Aber Tim Siersleben steht im Abseits. Kurz danach, wir schreiben die 85. Minute. Querball. Und da ist Anton Stach. Und 3:2 für den VfL Wolfsburg. Ein goldener Führungstreffer, gerade im Hinblick auf das Fernduell um Meisterschaft und Aufstieg mit Lübeck. Und Grau kommt hier nicht mehr an diesen Ball. Aber Norderstedt wäre nicht Norderstedt, wenn sie dazu nicht auch eine Antwort hätten. Quergelegt und dann Fabian Grau und Tino Kasten mit dieser Wahnsinnsparade.
Nachspielzeit. Norderstedt versuchte nochmal auf den letzten Rillen pfeifend hier irgendwas zu erreichen. Dann gibt's aber den Konter. Omar Marmoush. Marmoush macht selbst und macht's gut. 4:2. Knockouts. Eintracht Norderstedt. Wolfsburg macht Sachen, die Meister eben machen. Unglaublich. Effizienz, den macht er selbst. Huxoll spekuliert auf den Querball, kommt deshalb hier nicht ran. Und Marmoush holt sich den Beistand von oben. Den hat es heute zweifelsohne auch ein bisschen gebraucht für den VfL Wolfsburg. Ein sehr unglücklicher Spielverlauf für Eintracht Norderstedt. Bei denen wird man nicht zufrieden, aber dafür stolz sein, gemessen an den ganzen Widrigkeiten, Verletzungssorgen vor und während des Spiels, Platzverweis etc., den man heute getrotzt hat. Wolfsburg bleibt weiter an der Tabellenspitze. Wir haben es insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Also über zwei Drittel oder drei Viertel der 90 Minuten haben wir sehr, sehr gut gespielt. Und letztendlich kannst du nicht, wenn du, ich weiß nicht, wie lange wir unter zwei gespielt haben, 60 Minuten bestimmt, da kannst du nicht das ganze Spiel lang alle Torchancen verhindern. Da geht ein Abstauber rein, die schießen einen Sonntagsschuss auch noch rein. Und letztendlich sind das dann diese kleinen Dinge, die es ja ausmachen, die dann zur Niederlage führen. Ja, wir haben die erste in 20 Minuten komplett verschlafen. War Norderstedt deutlich besser, griffiger. Wir kamen nicht so gut mit dem Pressing von denen zurecht, hatten viele einfache Ballverluste, gehen dann durch einen Standard ins Hintertreffen, worauf uns der Trainer auch schon gewarnt hat, dass es eine große Stärke ist von denen, gut gespielt, schlecht verteidigt, 1-0. Machen dann schon ein bisschen mehr Druck und ich habe auch schon nach einer halben Stunde gesagt, dass ich merke, dass Norderstedt müde wird, wenn wir den Ball laufen lassen und auch nach dem 0-2. Klar, die gelb-rote Karte hat uns die Karten gespielt, aber war ja vollkommen zurecht. Und dann die letzte halbe Stunde nach dem 0-2 nochmal so zurückzukommen, ist natürlich schon stark. Aber wir wussten halt um unsere Physis und dass eben Norderstedt müde wird. Und haben das Spiel dann überragend gedreht. Trainer hat noch das System gewechselt, was uns dann auch nochmal super entgegenkam. Die Einwechslungen waren top und deswegen haben wir das Spiel dann am Ende verdient gewonnen. Das Rennen um den Aufstieg, es bleibt weiterhin eng. Ein Punkt trennt den VfL Wolfsburg und den VfB Lübeck. Am nächsten Spieltag kommt es dann zum Gipfeltreffen am Samstag zwischen den beiden Mannschaften in Wolfsburg.